Hi Leute und willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Wir haben im letzten Part uns ein bisschen hier rumbewegt, mal geguckt, was wir hier so alles finden. Ist doch mehr, als ich gedacht hatte. Mir fällt gerade auf, dieser Baum sieht aus wie eine Glocke. Naja, wir möchten aber erstmal campen. Unser Team ist schon ziemlich tot. Ihr seid die einzigen Überlebenden. Gut gemacht, Pampos. Du hast zwar nichts gemacht im Grunde, aber gut gemacht. Du lebst noch. nö. Wir gehen kochen. Zutaten und Beeren ansehen, Currydex ansehen? Nö. Einfach kochen. Ja, rein damit. Warum auch immer man das machen muss. Was haben wir denn so? Zack. Zack. Weil wo neu dran steht, hauen wir mal rein. Ups. Dich haben wir noch nicht. Das haben wir, glaube ich, auch nicht. Doch, haben wir. Nein! Was habe ich getan? Okay, dann halt so. Hol einfach mal alles. Einmal reinzuschmeißen. So. Wir sind fertig. Zack. Und der tolle Apfel. So. Da es hier ziemlich kalt ist, können wir so viel Gas geben, wie wir wollen. Guck mal, wer ist da zugesellt. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht doch nochmal wieder ein paar Pokémon durchtauschen. Ah, bei Instinct geht das nicht. Schade. So, und... Oder muss ich drücken, wenn der Ring wirklich da drauf ist? Weil ich mache es immer so, dass der Ring genau passend da drauf landet, wenn der reinfällt. Ich weiß es nicht. Ich denke, so passt das schon. So, scharfes Apfelcurry. Das klingt doch gut. Na, hot wie du? Jawoll. Hot wie unser Feuer-Pokémon. Nom 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 nom. Patina Raya. Was auch immer das heißt. Naja, gut. Ja, hören auf. Heute haben wir unser Team ist soweit fertig. Ich möchte jetzt aber doch nochmal durchtauschen. Weil irgendwie gefällt mir das nämlich nicht, dass wir jetzt zwei Kampf-Pokémon haben. Dich möchte ich erstmal drin lassen. Euch hatten wir schon. Was ist eigentlich für ein Item? Evolid. In den Beutel stecken. So. Und du wirst mal... Warte mal. Kann ich die nicht einfach jetzt durchtauschen? Legas bricht, Pokémon bewegen. Pokémon bewegen, auswählen. Er ist das, okay. So, du. Dich tauschen wir mal gegen dich wieder aus, oder? Ja, komm, hol mit dich mal wieder ins Team. So, unser Team sieht jetzt leveltechnisch eigentlich ganz gut aus. Jetzt haben wir ja dich als Kampf. Weil ich wollte keine zwei Pokémon mit Kampf drin haben, das wäre ein bisschen doof. Ich finde, unser Team ist so ganz gut. Pokémon bewegen. Wir müssen hier nochmal ein Item geben. Aus dem Beutel. Warte mal, wir haben doch. Wir haben doch, wir haben doch. Nee, was ist denn das hier? Nein. Hier, Kingstein. Ganz unten hatten wir doch jetzt einen Schwarzgurt, ne? Anzutragen, ein Gürtel, der die Entschlossenheit sowie Attacken vom Typ Kampf verstärkt. Jawohl, perfekt. So. Nein, 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 nein. Ich
Hätte ja aus Versehen das letzte Mal abgegeben. Oder mit voller Absicht, aber ja. Schützermagnet, genau. Magnetische Kraftattacken von Typ Elektro verstärkt. Ja, geben. Perfekt. Ach, Elektro ist tot, ist sicher jetzt erst. Dann. Beleber. Eigentlich ist er hier voll perfekt, ne? Ich glaube, dich packen wir auch mal. Ich packen wir auch mal direkt nach vorne oder so. Bewegen. So. So bin ich, glaube ich, zufrieden. Mit der aktuellen Reihenfolge. Passt. So, dann wandern wir einfach mal weiter. Lass mich in Ruhe, ja? Nein! Haben wir so ein Remoraid eigentlich schon? Ich denke nicht. Ich habe aber auch noch nicht. Hahaha. Hi. Beim Angehen und Ankämpfen kommt es in erster Linie auf den richtigen Typ an. Ja, wir haben Elektro vorne. Sabine. Alter Fisch. Wenn man bei dir schon weiß, welchen Typ du haben willst und rum, ja. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Wenn du schon sagst, der Typ muss stimmen. Gifton, ach nein. Naja gut. Hätte mir denken können. Geil. Boah, wir einfach alles triggert jetzt. Für meine Sache. Goofer. Nö. Er überlebt das? Wow. Aber ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass er das überlebt. Das ist schlecht. Oh Mann, ey. Das dämliche Hagel, ey. Kotzt da eigentlich immer aus. Ist das wirklich sein Marken? Ein Team aus stacheligen Pokémon zu verlieren, ist alles andere als spitze. Schön. Egal wie viel Talent man festgelegt hat, an einem Ort, an dem sich keine Pokémon tummeln, kann auch nichts anbeißen. Das ist so richtig. Ich möchte erstmal Gegengift nehmen. Limonade, Gegengifter. Und ein Supertrank. Passt. Ist die Weiterentwicklung, oder? Ja, eine Vorentwicklung haben wir schon. Agrostella. Machen wir mal das. Ich möchte nicht wieder vergiftet werden. Deswegen mache ich den anderen Angriff jetzt nicht, weil es physisch ist. Rakete. Okay. So, dann Pokéball. Ist nur Level 39, also. Sollte wohl machbar sein, oder?
Ja. Perfekt. Agrostella wurde gefangen. Gastella haben wir auch schon. Ich glaube im letzten Part gefangen. Oder vorletzten sogar. Vielfach verkürzen. So. Um dem kalten Wasser der Galar-Region zu trotzen, bilden seine Beine eine Kuppel, deren Inneres es mittels Körperwärme aufheizt. Oh. Was sind seine Beine? Nö, keine Spitznamen. Quasi wie ein Iglu. Was bist du? Kloptopus. Ist das die Vorentwicklung von dem Ding, was wir schon haben, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, aber... Oh, ist ein Crit. Okay. Naja, egal. Wenn die Weiterentwicklung schon... Können wir uns die Vorentwicklung auch mal schnappen. Weil das andere wird, glaube ich, keinen Sinn machen, ne? Dass es nicht die Vorentwicklung ist. Oder? Na, ich weiß auch nicht. Sollten wir nächstes Mal wieder ein bisschen shoppen gehen. Irgendwie gehen uns bald die Bälle aus. Naja, wir haben noch ein paar, aber... Naja, sind meistens mal für irgendwas Spezielles und... Kugelbälle kannst du einfach für alles benutzen. Wollen wir noch Superbälle, ne? Ja. Das sind wir ausgerüstet. Für Kloptopus wird ein Teil im Pokédex angelegt. Zur Futtersuche kommt es an Land. Es ist sehr neugierig, weshalb es alles, was es sieht, zunächst einmal mit seinen Tentakeln haut. Wow. Kenne ich nicht. Erstmal draufhauen. Warte mal, das heißt, der haut uns jetzt auch? Weil er uns noch nicht kennt? Oh shit. Dich haben wir auch noch nicht. Komm mal her. Thanatora. Ist das ein Steinkampf oder so? Auf jeden Fall schlecht für uns. Oh, effektiv. Ja, dann hauen wir drauf. Ah, scheiße, das Level. Oh gut, erlebt. Okay. Dann... Schnapp ihn hier. Du? Bist doof. Okay. Ich glaube, wir werden Belektro gleich verlieren. Aber das macht nichts. Ah, doch nicht verloren. Perfekt. Thanatora wurde gefangen. Thanatora wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Sein Körper besteht aus 7 verschiedenen Bitora. Wobei der Kopf das Sagen über die anderen Gliedmassen hat. 1, 2, 3, 4, 5, ja gut. Bitora sind scheinbar diese ganzen Arme. Also du bist hässlich. Du bist quasi richtig hässlich. Ja, da kann man schon. Was steht denn hier? Nein. Spike Fort nach unten. Oh. Aha, war klar, dass hier was sein muss. Ein Sonderbonbon. Oh, du möchtest gar nicht kämpfen. Du hast vielleicht schon mal den Camping King getroffen. Man munkelt, dass er sich irgendwo in der Natur zu aufhält. Er kann angeblich die Farbe deines Zeltes ändern und bewertet wohl auch dein Currydex. Übrigens, wenn dir kalt ist oder du müde bist, kannst du dich gerne in meinem Pokécamp etwas ausruhen. Okay. Von Alfred, ja. So. Wir machen noch ein bisschen was zu futtern. Diesmal wird uns aber geholfen, was eigentlich ganz gut ist. Ups. Mann. Autsch. Na. So.
So. Einfach alles reinhauen. So, das hat deren Einsatz. Das ist mein Einsatz. Und er hat noch irgendwas anderes dabei. Curry, Pulver oder was weiß ich was. So, umrühren. Kriegen wir hin. Ich drück diesmal jetzt einfach nur, wenn das Ding wirklich im Kreis ist. Keine Ahnung, ob das jetzt gut war oder schlecht. Ich denke eher schlecht. Das ist so wie sonst. Das ist doof sonst. Irgendwie. Naja. Saures Gewürzcurry. Hokumide. Hokumide. Ja, wir gehen wieder weg. Alles super. Danke dafür. So. Kämpfer, Moment. Was nehmen wir denn für Kampf nach vorne? Servol, warum eigentlich nicht? Ups. Ja, Plätze. Komm mal her. Ich bilde mit meinem Pokémon eine effektive Trainingseinheit. Nein, effektive trainierte Einheit. Ja, so genau hin und sieh genau hin und ergötze dich an unserer Stärke. Nee. Nee. Lieber nicht. Darren. Caradonis. Farblich passt ja schon mal zusammen. Wieso sind wir immer schläfrig? Ich verstehe das nicht. Hier, Psychokinese. Stirb! Jawoll, ja. Jawohl. Oh, ich hasse den Hagel. Können wir bald mal rauskommen? Schlitesto. Nee. Ich glaube, der ist sogar noch stärker, oder? Ich weiß es nicht. Im Psycho vielleicht nicht, aber generell würde ich sagen, ich glaube schon, dass er stärker ist. Aha, Zwolok auch. Level 50. Oh, Liberlo, du kannst bald mal wieder kämpfen, wa? Vernünftig. Risikotackle. Oh, das war eigentlich irgendwo recht stark, aber andererseits nehme ich auch selber Schaden, ne? Was ist das hier mit... Achso. Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Anwender selbst verletzt. Das ist das Doofe daran. Die selbst verletzt. Sonst hätte ich Tackle mal langsam ausgetauscht, aber... Nee. Die selbst verletzt. 120 Stärke, das ist schon... Schon recht stark. Na komm. Aha. Ach komm, ich mach das. Ist egal. Kannst du Not ja nochmal wieder vergessen lassen. Ja, verloren. Ach, wir sind wohl doch nicht so effektiv, wie ich dachte. Oh, jetzt muss er anstreichen, weil er sich irgendwo gegen geboxt hat. Wenn ich selbst in den Ring steigen könnte, würde ich sogar die Pokémon des Champs bezwingen. Denke ich zumindest. Ja, bestimmt. Warte mal, hier waren wir schon, ne? Ja, hier waren wir schon. Okay, wow. So, links haben wir auch. Das heißt, wir müssen irgendwie... Wow. Nein, 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 nein. Warte mal. Ach, shit. Du springst denn jetzt vor uns. Oh, was ist denn sowas? Willst du nicht einfach mit Servol anlegen, oder? Das ist doch. Achso, das war er. Ups. Das wäre jetzt nochmal ein bisschen was anderes, aber nein. So, dann trinken wir. Ah, was machst du denn hier?
Ist immer noch merkwürdig, dass das nur Kampf ist. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir nicht entkommen wären. Und wenn der uns vermöbelt? Ne, passt. So, genug aufgewärmt. Dann wollen wir uns mal volle Pulle in den Kampf stürzen. Gut. Die sehen immer noch merkwürdig aus. Seine Nase an und irgendwie... wie er an diesem Pokémon riecht und... ach, ich weiß nicht. Der ist merkwürdig für dich. Fischwarm. Ja dann, kommt mal her. Das hätten wir einen Weimar haben müssen, der euch alle auf einmal weggenommst. So. Psychokinese. Ah, ist okay. Autsch. Alter! Warum ist das so krass stark? So. Jetzt bist du wieder ganz schwach. Kraftteiler. Was macht das nochmal? Durch Psychokräfte werden Angriff und Spezialangriff des Anwenders und des Ziels addiert und durch zwei Aster. Ja, dann machen wir einfach nochmal hier den Kram. Der hat doch mehr Schaden gemacht, als ich gedacht hätte. Wow. Psychofeld. Ja, warum nicht? Verhindert für 5 Runden, dass Pokémon am Boden von Erstschlagattacken getroffen werden. Erhöht die Stärke von Psychotank. Cool. Das hier benutze ich eh nicht, das hier eventuell. Aromakur benutze ich aber auch nicht. Hm. Ja komm, hier weg damit. Ja, Psychofeld. Ein paar Bosse auch noch wieder ein Level ab. Wailord. Ja, wir wechseln. Wailord. Gegen Elektro. So, Funkensprung. Deswegen sollte schnell down sein. Sag ich ja. Das konnte quasi nicht mal davon schwimmen. Da meine Pokémon und ich uns wohl bei den Aufwärmübungen zu sehr verausgabt. Du bist immer noch merkwürdig. Man soll ja alles in Maßen genießen, aber das reicht mir irgendwie jetzt nicht. Oder was weiß ich. Ah, hier. Normaljuwel. Ein Juwel von Typ Normal. Es erhöht einmalig die Stärke einer Attacke von Typ Normal. Einmalig? Hm. Ha. Möchte ich eigentlich gar nicht hin. Egal, wir beenden hier trotzdem den Part. Wir gehen lieber weg von den Typen. Guckt immer so komisch. So, verstecken uns hier hinter und ja, beenden hier den Part und bis zum nächsten Mal. Ciao.